Und die Sachen hier alle kosten viel zu viel Gold. Ja, also Hokage. Und so ein Schwarz-Weiß sieht die Rüstung gleich viel besser aus. Nicht mehr lila, gelb, grün, querbeet gemischt. Und da wir jetzt ja einen Hokage spielen, dürften die Gegner noch einfacher sein. Also ja, sie waren nicht wirklich einfach, aber es dürften jetzt nur drei oder so Schläge gebraucht werden und nicht wie vorher. Au. Vier oder fünf. So, komm schon. Ganz knapp. Oh. Genau, der hier. Ah, ich habe vergessen, dass sie zweimal zuhauen. Wir sind gleich tot. Ist mir gerade so aufgefallen. Wir sind nicht mal beim zweiten Raum durch und wir sind gleich tot. Also dieser New-Modus hier ist echt übel. Jo, wir sind definitiv gleich tot. Keinen Schaden nehmen. Nee. Fünf Gegner, nee, sechs Gegner. Übel. Also, gib mir endlich wieder einen Paladin oder einen Barbaren. Eine Spielung Kette. Ein Paladin. Spielung Kette, schön und gut. Also wegen mehr Gold, aber es hilft uns nichts, wenn wir nur vier Gegner umbringen. Ich nehme den Paladin. So. Wir haben wieder kein Gold für irgendwas. Rüstung ändern? Nö. Husch, husch. 430 Lebenspunkte, das ist schon besser. Mann, Mann, Mann. Also ich frage mich, ob wir überhaupt einigermaßen auf den grünen Fuß kommen. Naja, zwangsweise eigentlich, weil wir durchgehend grinden. Aber wir hatten es jetzt schon oft genug, dass die Lebenspunkte, Quatsch, dass das Gold nicht mal die Kosten gedeckt hat quasi, weil wir nichts Neues kaufen konnten. Aber das ist echt übel. Hops. Oh. Oh. Das sieht echt cool aus mit den ganzen Münzen, die jetzt runterpurzeln bei Gegnern. Oh. Warum purzeln wir dir keine Münzen runter, du Gegner? So. Sieh. Kein Springen. Oh, das kennen wir doch. Wusch. Wusch. Wow. Warum hat das da nicht geklappt? Na gut. Die HP holen wir uns wieder. Hölle? Wow. Kommt mir das nur so vor, dass die Hölle nicht wirklich schwieriger? Hm. Komm her. Oh. Nö, so wirklich? Weiß nicht. Ting, 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 ting. Das muss den genervt haben. Hallo, ting, ting. Oh. Ach, das macht Savant. Okay, wir kriegen jedes Mal andere Zaubersprüche. Was ja doch dezent nervig ist. Kaputt, 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 kaputt. So. Ah, das ist eine schöne Stelle hier. Ding, 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 ding. Aber wir sind schon unter 50% Lebenspunkte. So. Gib mir ein Hühnchen, gib mir irgendwas. Oh. Oh, du bist so ein Eisballschmeißer, genau. Nein. Warum springst du den Typen an? Ist doch einfach nur hier stehen bleiben und totauen. So. Zwei Treffer sind noch drin, ungefähr. So. 1700 Gold. Oh.
Ne, ich glaube, da will ich nicht weiter. So, da unten war ein Schleim. Irgendwo. Schleim sind ja an sich toll, aber die ganzen Stacheln hier irritieren doch ein wenig. Oh. Komm, bringt euch um. Das ist toll. Oh, der Zombie da unten ist nicht so praktisch. Was zur Hölle soll das Hühnchen da? Doofes Hühnchen. Ah, na gut. Oh. Oh. Ja klar, wir gehen jetzt den vierten Boss an im Höllenmodus. Aber ja, also ich finde die Hölle jetzt nicht so viel schlimmer als die erste Ebene. Ein bisschen vielleicht, aber nicht so wirklich viel. Oh, 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 das war zu weit. Hm. Naja, mehr als der letzte. Und das, was zählt. Ein Barbarenkönig, der nicht weiß, wo er immer ist. Mhm. Ah, das ist vollkommen okay. Du bist ein Barbar, du musst nicht wissen, was du machst. Also 5000. Wir hätten gerne... Das kostet 6000. Wir hätten gerne was genau... Defy Death. 3% ist echt nicht viel. Dass jeder 30. hält. Wir hätten gerne mehr Lebenspunkte. Noch mehr Lebenspunkte. Und den Rest kriegt Charon. So, lila, blau, gelb, roter Baba. Du bist jetzt unsere Hoffnung, endlich mal einigermaßen lange zu spielen. Teufel ist auch ein ganz guter Zauber, kostet nicht viel, passt ganz gut zum Bewahren. Und wir haben 50% mehr Lebenspunkte als die anderen Charaktere vor uns. Also der komische Ninja-Typ hatte ja 4. Komm schon. 400. Na komm, stürm ich an. Oder so. 5 mal draufhauen. Das ist echt krank. Kann ich nicht irgendwie in den normalen Modus zurück switchen und da ein bisschen farmen? Sehr wohl unfair. So, 2 mal hauen ist okay. Ich kann auch 2 mal hauen. Du haust einmal, ich hau 2 mal. So. Oh. Ding, ding. Also mit der Hoffnung, dass dieser Held jetzt mehr reißen wird als die anderen, ich sehe es nicht so wirklich kommen, weil ich einfach noch zu sehr in einen anderen Modus gewöhnt bin. Ich bin es gewöhnt, ich kann Gegner anspringen und hau ihn dann mit meinem Schlag kaputt. Das klappt momentan nicht, also springe ich ihn an, hau ihn, er guckt komisch und ich laufe gegen ihn und krieg Schaden. Das ist nicht so ganz der Sinn des Ganzen. Oh. So, kaputt. Oh. Jetzt kaputt. So. Und der ist nur Level 90. Na, was heißt nur, aber nee. Und ja, ich weiß, ich habe das Blutschwert genommen, das hat 13 weniger Schaden, aber das sind 10% weniger Schaden. Das macht nicht so viel aus. Oh. So. Oh. So, du bist auch weg. Einsammeln, einsammeln, was wir können. Wir müssen mit Geld nach Hause kommen. Ganz viel Geld müssen wir nach Hause kommen. Oh. Oh, nicht. Oh, oh, und Blut und Ball. Ich will doch nur töten. So, und da unten ist irgendwo noch eine Kiste. Doofes Auge, du musst sterben. Komm. So. Haben wir diesen Raum jetzt endlich geklärt? Nein, haben wir noch nicht. Zing. Hm. Soll es auch nach oben drücken. Drachen. Drachen-Equipment war für Mana interessant, richtig?
Also nicht so wirklich für uns. Zing, zing, so. Retribution Chestplate. Nicht Rune, sondern Chestplate direkt. Okay. Oh. Sehr schön gemacht, aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Denn ich glaube, da war noch was in dem Raum. Nö, war nicht. Doch ein Kronleuchter. Hey. Du bist so ein super Eiszauberer, genau, ja. Die Kiste da hinten sieht aber ganz interessant aus. Au. Oh. Schön ausweichen, okay. Na gut, dann drehen wir jetzt doch um. Weil wir noch Platz zum Ausweichen haben. Und kaputt, kaputt. So, 5400 Goldmünzen. Bei ungefähr 50% Lebenspunkten. Das ist ja fast vertretbar. Oh. Kamikaze-Modus aktiviert. Au. Du bist schon dumm lassen. Ja. Du musst. Boah, hält der viel aus. Okay, ist inzwischen auch schon 112 Stufe. Weg, 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 weg. Wir wollen oben weitermachen. In diesem tollen Raum hier. Oh, 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 oh. Du, du, zum, ohne. So. Au. Soll jetzt Ping-Pong mit mir spielen? Hahaha. Komm, stirb. Wir hatten das mal, dass Zaubersprüche einen Gegner gewonnen-hittet haben. Jetzt stecken schon 6 Dolche in den Düsen. Komm. Stürm mich an. Au. Wow. So. Sehr schön. 7500 Gold. Und eine Menge Gegner umgebracht. Also doch. Langsam. Könnte man fast sagen. Es wird was. Au. So. Jetzt über diesen Stachel bewirten. Abgrund. Doofen Dumas wecken. Oh, oh. Komm schon. Brauchen unbedingt ein besseres Schwert. Also richtig besser, nicht irgendwelche Spezialfähigkeiten oder sonst irgendwas. Einfach nur draufhauen, tot. Das hätte ich ganz gerne. Trefferpunkte. Das ist nicht so. Nein! Sir Piggly wurde aufgespießt, aber er hat fast die erste Reihe vollbekommen. Das ist schon mal sehr gut. Wir sind auf einem Aufwärtstrend. Eine Spielungskette mit. Hab hier und Mana vertauscht? Nö. Savant Paladin. Und Spielungskette mit keinem Fußpuls. Okay. Das soll wohl mit den Stacheln zu tun haben. 7941. Erstmal gucken wir, was der Schmied zu sagen hat. Mehr Lebenspunkte. Mehr Schaden. Ja. Imperialer Helm. Drachenhelm. Mehr Lebenspunkte und mehr Mana. Brauche ich nur 10 mehr Gewicht? Okay. Und du. Autsch. 63 weniger Rüstungsklasse. Achso, damit wir mehr Schaden bekommen, damit der Gegner mehr Schaden bekommt. Ja. Also es gibt eine bestimmt interessante Skillung, wenn man alle Rüstungsteile mit diesem Damage Return hat und alle Runen mit Damage Return und so weiter. Und dann Barbar spielt, aber. Nee, noch nicht. Nicht für uns, nicht so wirklich. Und dich auch noch nicht. So, also brauchen jetzt nur 10 mehr Gewicht. Für das eine Teil. So. Was mir eben ganz schön teuer war. So.
Und daheim. Zing. Oh, der sieht cool aus. Also, wenn die Taschenlampe jetzt nicht oben drauf wäre. Ja, doch. So, Spelunkett. Wir hätten gerne. Du hast da schon Gold drin. Nochmal Gold drin. Weil Lebenspunkte abziehen bringt uns jetzt nicht so viel, weil wir kommen gar nicht so weit. Wir bringen ja im Höchstfall 10 Gegner um. Da habe ich jetzt lieber ein bisschen mehr Goldrate. Komm mit mehr Gold nach Hause und dann grinden wir uns hoch. Das ist, glaube ich, besser als zu hoffen, dass wir 3 Reihen an Gegnern töten, damit sich diese Blutsachen rentieren.